Möchtest du vielleicht auch sehr gerne Kontakt mit dem Jenseits haben und weißt vielleicht nur nicht, ob du die Fähigkeit vielleicht sogar schon hast und weißt auch gar nicht, wie du das anstellen könntest, dann bist du heute hier genau richtig. Denn Frequenzen aus dem Jenseits findet man überall um uns herum. Aber nur wenn man die Fähigkeit trägt, diese zu empfangen, wird man sie auch wahrnehmen. Manchmal kann es sehr hilfreich sein, mit dem Jenseits in Kontakt zu treten, um zum Beispiel Antworten auf die Fragen des Lebens oder eine besondere Führung zu erhalten. Unter dem Jenseits verstehen wir alles, was hinter dem Schleier des Vergessens liegt. Aber wie kannst du jetzt wissen, ob du zu den wenigen gehörst, die tatsächlich Kontakt aufnehmen können und Zugang zu diesem geheimnisvollen Reich haben werden? In diesem Podcast erfährst du 10 sichere Zeichen, die dir zeigen, ob du diese besondere Fähigkeit hast. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. Heute werde ich berichten, was es braucht, damit du mit dem Jenseits in Kontakt treten kannst. Und am Ende des Podcasts werde ich dir ein kleines Geheimnis verraten, wie du am leichtesten Kontakt mit der jenseitigen Welt knüpfen kannst. Beginnen wir jetzt also gleich damit, wie diese 10 Zeichen sind, die darauf hinweisen, dass du diese Fähigkeit haben könntest. Erstens, du spürst oft eine Präsenz in einem Raum, auch wenn sonst niemand dort ist. Diese Präsenz kann das Gefühl sein, dass dich jemand beobachtet und deine Aufmerksamkeit erlangen möchte. Es kann auch das Gefühl sein, dass jemand direkt neben dir steht, dass du dies spürst, aber keine Angst davor hast. Meistens ist das ein Engel oder ein Sternenwesen oder ein Naturwesen. Zweitens, du hast Träume, Visionen oder Vorahnungen erlebt, die von irgendwoher zu kommen scheinen. Du hast den Eindruck, dass etwas oder jemand versucht, durch deine Träume mit dir zu kommunizieren. Und manchmal ist diese Information in deinen Träumen so klar und genau, dass du sehr erstaunt bist. Drittens, du erlebst oft Déjà-vu-Momente, wie das Gefühl, einen Ort oder eine Situation bereits zu kennen, die du vorher noch nie gesehen hattest, aber dennoch weißt, dass es diesen Ort gibt, so als wärst du schon einmal dort gewesen. Du weißt genau, was an diesen Orten geschah und kannst darüber berichten. Viertens, du hast ein starkes Einfühlungsvermögen für die Gefühle anderer Menschen. Du erkennst, wenn jemand Angst hat, glücklich oder traurig ist, noch bevor er es dir sagt. Denn du besitzt ein außergewöhnliches Maß an Empathie und kannst die Gefühle der Menschen leicht nachempfinden. Fünftens, du bist sehr sensibel für die Energie in deiner Umgebung. Du kannst die Energien anderer Menschen und Orte leicht wahrnehmen, manchmal sogar ohne sie vorher gesehen zu haben. Du spürst, ob ein Ort eine gute oder schwere Energie trägt. Sechstens, du hast das Gefühl, dass du eine besondere Verbindung zur Natur und zu den Elementen um dich herum hast. Du hast oft das Gefühl, dass man nicht nur mit der physischen Welt verbunden ist, sondern auch mit etwas viel Größerem und Mächtigerem. Siebtens, manchmal kannst du die Naturgeister fühlen und bekommst sogar mit, was sie dir zu sagen haben. Denn sie begleiten dich gerne und wissen, wenn es nötig ist, dass sie bei dir sind, denn wenn du an Orte kommst, die sich nicht gut anfühlen, sind sie da. Sie helfen dir bei der Transformation von negativen Energien und geben dir Schutz und Halt. Achtens, oft spürst du, wenn jemand an dich denkt, auch wenn er weit weg ist. Dieses Gefühl kennst du sehr gut.
Und wenn du an jemanden denkst, hast du oft das Gefühl, dass er auch im gleichen Moment an dich denkt. Neuntens, du spürst intuitiv, was in der Zukunft passieren könnte. Es ist, als ob du eine Ahnung davon bekommst, was in naher oder ferner Zukunft geschehen wird. Dein inneres Wissen für die Dinge, die man nicht erklären kann, ist sehr ausgeprägt. Zehntens, du liebst die Engel und die Sternenfreunde so sehr und bist auch gerne auf deinem spirituellen Weg. Du weißt ganz genau, dass du beschützt bist, denn du hast oft das Gefühl, dass du nicht alleine bist, umgeben von liebevollen und schützenden Energien, die du sehr intensiv spürst. Ja, das waren jetzt also die 10 wichtigsten Zeichen, wie du herausfinden kannst, ob du diese besondere Fähigkeit hast, mit den jenseitigen Frequenzen in Kontakt zu treten. Und jetzt verrate ich dir das Geheimnis, was die Grundvoraussetzung ist, wie du Kontakt zum Jenseits bekommen kannst. Die Grundlage dafür ist der Glaube und das Vertrauen an dich selbst. Das ist der Schlüssel, dich für die Frequenzen des Jenseits zu öffnen. Es ist das vollkommene Vertrauen an sich selbst. Sobald du beginnst, dein Herz zu öffnen und dich der Weisheit des Universums hingibst, werden die Frequenzen des Jenseits für dich erreichbar sein. Wenn du dies tust, kannst du sicher sein, dass sich der Kontakt mit dem Jenseits von selbst ergibt. Du kannst meditieren und dir vorstellen, wie du den Kontakt bekommst. Das wird dir sehr helfen. Glaube an dich und hab keine Angst, denn du bist beschützt. Und glaube daran, dass das, was du dir wünschst, in Erfüllung gehen wird und dass sich dir diese andere geheimnisvolle Welt gerne offenbaren wird. Bitte teile diesen Podcast, damit noch mehr Menschen erfahren, welche Fähigkeiten wichtig sind, um mit dem Jenseits in Kontakt zu treten, und like dieses Video. Abonniere meinen Kanal, damit du auch weiterhin wichtige Podcasts bekommst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Deine Smarana.